herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute im Loneum in Lohne und hier findet am 29. Februar die Messe Abi Zukunft statt. Neben mir steht die Projektleiterin der Firma JF Messekonzept, Frau von der Linsky. Hallo. Und der Oberstufenkoordinator, Herr Wand des Gymnasium Lohnes. Frau von der Linsky, was ist das Besondere dieser Messe Abi Zukunft? Also das Besondere der Abi-Zukunft-Messe ist wirklich, dass sich das komplette Angebot zu 100% auf die Bedürfnisse angehender Abiturienten richtet. Das heißt, alle, die in naher Zukunft das Abitur absolvieren werden oder auch die das Abi vielleicht schon in der Tasche haben oder auch vielleicht diejenigen, die ein Studium begonnen haben, dann gemerkt haben, das war doch nicht das Richtige für mich und sich nochmal neu orientieren müssen, die sind wirklich auf der Abi-Zukunft-Messe zu 100% richtig. Denn vor Ort können sie sich über das duale Studium, über eine Ausbildung, über Möglichkeiten ins Ausland zu gehen, über gemeinnützige Möglichkeiten bei vielen Ausstellern aus verschiedenen Bereichen informieren. In diesem Jahr sind rund 75 Aussteller hier im Loneum vertreten und da können Sie sich erstmal einen Überblick verschaffen, was kann ich überhaupt alles nach dem Abi machen und was ist von diesen ganzen Sachen eventuell auch das Richtige für mich selber. Also Sie sagten gerade 75 Aussteller. Aus welchen beruflichen Branchen kommen diese Aussteller? Also da bei den Ausstellern handelt es sich wirklich um eine komplette Mischung von Wirtschaftsunternehmen über gemeinnützigen Einrichtungen. Es sind Unis und Hochschulen vertreten, es sind Behörden und da wirklich auch aus allen Bereichen, ob es jetzt Industrie ist oder Einzelhandel oder wenn man in den Bereich Medien oder Mode gehen möchte oder vielleicht auch irgendwie zur Polizei. Also da ist es wirklich sehr, sehr vielfältig, was die Schüler und auch die Eltern vor Ort erwartet, wo man sich überhaupt erstmal einen transparenten Einblick in den Arbeitsmarkt verschaffen kann. Herr Wand, wie werden die Schüler des Gymnasiums, Schüler und Schülerinnen natürlich, des Gymnasium Lohnes auf diese Messe vorbereitet oder grundsätzlich auf das Berufsleben vorbereitet? Erstmal im Grundsätzlichen, durch die Umstellung von G8 auf G9 hat das Kultusministerium beschlossen, oder wir haben die Möglichkeiten, in der 11. Klasse eine reine Berufsorientierungsstunde anzubieten. Das ist also jetzt für alle 11. Klassen im Gymnasium verpflichtend, sodass wir da einmal die Woche im Prinzip uns über Berufsorientierung oder mögliche Zukunftsaussichten nach der Schule unterhalten. Auch da sind wir nicht nur zwingend auf das Studium aus oder richten nicht nur auf das Studium aus, aber hauptsächlich eben, sondern wir weisen da auch darauf hin, dass es auch natürlich handwerkliche Berufe gibt, beziehungsweise da Möglichkeiten der dualen Ausbildung gibt, dass man, die man ergreifen kann, die Berufe, die man ergreifen kann nach dem Abitur. Das ist also eine Sache. Und natürlich in der 9. und 10. Klasse, speziell auch im Politikunterricht, wird dann auch nochmal darauf hingewiesen, wie Berufe sind, was Berufe sind oder wo entsprechend ausgebildet werden kann. Also maßgeblich im Politikunterricht, aber auch durch alle anderen Fächer durch. Sprechen wir über Berufe und Berufsausbildung. Die praktische Erfahrung haben die Schülerinnen und Schüler schon erreicht oder erlangen können durch ein Praktikum, was in der 11. Klasse gerade stattgefunden hat. Jetzt Anfang Februar haben sie für 3 Wochen Betriebe besuchen können und dort ärzteberufliche Erfahrungen sammeln können und können jetzt natürlich vielleicht mal abprüfen, ob das, was sie dort erlebt haben, vielleicht auch nachher für sie was ist, was sie auch ihr Leben lang weitermachen müssen oder wollten, nicht müssen, sondern wollen. So, von daher ist das auch sehr gelungen vom Termin her und für die Schüler in diesem Sinne auch sehr sinnvoll. Und in diesem Jahr findet ja die Messe hier im Loneum statt. Die beiden Jahre davor war es in der Aula oder beziehungsweise in der Pausenhalle des Gymnasium Lohnes. Warum hat dieser Standortwechsel jetzt stattgefunden? Aufgrund dessen, dass die Messe so gewachsen ist. Also wir haben angefangen mit, glaube ich, mit ungefähr 50 Ausstellern. Wir sind jetzt bei 75. Das heißt also wirklich ein ganz enormer Zuwachs, was uns natürlich auch sehr freut. Am Anfang hatten wir ja erstmal die Frage, klappt das wirklich so gut, wird die Messe angenommen? Aber schon im letzten Jahr hatten wir einen Zuwachs, wir haben dieses Jahr wieder einen Zuwachs. Und von daher freut uns das, dass wir weiterhin unterstützend als Schule tätig werden können und auch als Partner von JF Messekonzept, dass wir da weiterhin entsprechend die Messe hier anbieten können. Und wir arbeiten auch eng zusammen und ja, das ist also nach wie vor unsere Messe in Zusammenarbeit mit JF Messekonzept, ganz klar. Frau von der Linsky, was erwartet die Schüler und Schülerinnen noch auf dieser Messe? Also der Vorteil ist natürlich, dass sie sich komplett frei auf der Messe bewegen können. Der Eintritt ist kostenfrei am 29.02. hier im Loneum. Von 9 bis 14 Uhr ist die Messe geöffnet. Mhm. Und neben den Gesprächen mit den Ausstellern können sie sich auch in Vorträgen oder in Workshops zu verschiedenen Themen informieren. Alle Infos zur Messe kann man natürlich auch vorab online einsehen unter www.abi-zukunft.de. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, viele Schüler und auch Eltern aus der Region Lohne und aus der Umgebung hier begrüßen zu dürfen. Warum ist es eigentlich auch so wichtig, dass auch hier die Eltern mit angesprochen werden, nicht nur ausschließlich die Schüler und Schülerinnen?
Also ich würde das einfach ganz realistisch, sage ich mal, vielleicht auch sehen. Man ist als junger Mensch, wenn man ja auch gerade das Abitur absolviert, teilweise noch sehr blauäugig mit seinen Entscheidungen oder auch mit seinen Visionen, die man hat. Und gerade die Eltern, die kennen einen natürlich auch seit 18, 19 oder 20 Jahren und die sollten auch schon wissen, was vielleicht zu einem passen könnte oder auch was vielleicht nicht. Mhm. Auch im Hinblick auf die Stärken und Schwächen, auf die Interessen. Gerade die Eltern haben natürlich schon ihre Berührungspunkte mit dem Arbeitsmarkt sammeln können und können da vielleicht auch unterstützend Tipps geben. Mensch, wenn du das wirklich machen möchtest, dann verbirgt sich das aber dann in der Realität dann wirklich hinter deinem 8-Stunden-Alltag sozusagen. Mhm. Und es ist natürlich auch einfach für einen selber nochmal schöner, denn man besucht natürlich die Messe und da sind unzählige Aussteller, die einem interessante Sachen anbieten können. Und dann ist man natürlich auch schnell mal wieder überfordert mit der Situation. Und wenn man dann einfach einen Wegbegleiter bei sich hat, im besten Falle dann vielleicht einen Elternteil, der einen dann noch im Rücken steht und auch unterstützt oder vielleicht auch noch mal die ein oder andere Frage an den Aussteller richtet, was einem selber im ersten Moment nicht einfällt, dann ist das natürlich auch für einen selber viel wert. Man kann sich im besten Falle dann in Ruhe zu Hause noch mal austauschen. Mensch, wie fandest du das? Wie fandest du das? Und es ist natürlich auch einfach familiär für alle Beteiligten die schönste Situation, wenn man gemeinsam das Richtige für einen selber findet, als wie wenn jetzt zum Beispiel ein Part sagt, Mensch, du musst aber jetzt als erstes studieren und man selber will vielleicht aber erstmal ins Ausland. Es gibt einen Weg, der am Ende für alle, sage ich mal, zufriedenstellend ist und da kann man auf der Abi-Zukunft-Messe wirklich gucken, was dann auch für das eigene Kind auf individueller Ebene auch beruflich dann das Richtige sein würde. Ja, also ganz viele tolle Informationen. Und Sie, liebe Zuschauer, sind recht herzlich eingeladen am 29. Februar hier im Loneum in Lohne zur Messe Abi Zukunft.